Moin Leute und herzlich willkommen. Ja, und mich regt gerade so ein bisschen auf, dass hier die nicht an den Napf kommt. So, dann stellen wir den Napf. Wir haben einfach zu wenig Platz. So, stellen wir den mal hier hin. Oder wir können den Mülleimer auch einfach mal hier hinstellen. Kommt den mal hier hin, der Napf kann dann dahin. So, so passt es, glaube ich, besser. So, hoffentlich kommt ihr da jetzt auch ran, weil die soll ja für ihre Kohle auch ein bisschen was machen. Gut. So. Ja, ich habe schon gesagt, diese Folge werden wir jetzt noch nicht, oder Ende der Folge gehen wir dann nach China, denn, ja, leider hat das noch nicht so ganz geklappt. Aha, Kevin, ach, guck mal hier, sie will Kevin kennenlernen, ach, guck mal, das geht ja flott. Paddy ist sehr wütend auf Michael, warum das jetzt? Okay. So, Kevin, fragst du doch einfach mal, plauder doch einfach mal mit ihr. Oder warten wir erstmal, bis die ihre Arbeit gemacht hat, ne? Sonst bezahlen wir die wieder für lau. Ja, ja, stimmt. Dann reden wir mal eben ganz kurz mit ihr. Sonst haut die nämlich einfach zwischendurch ab. Und das ist ja auch blöd. Die hat ja jetzt zumindest schon mal ein bisschen was gemacht. Morgen wird es dann ja hoffentlich dann auch wieder ein bisschen sauberer wie werden. So, da müssen wir erstmal ein bisschen was über die herausfinden, ne? Rosa ist die Lieblingsfarbe und ich könnte schwören, ich habe auch eine mit Darlene hier in den Chaträumen gesehen. So, hier ein Katzenvideo ist immer gut. Ja, und Kevins Lieblingsfarbe ist schwarz, wie seine Seele. So, bitten zusammen abzuhängen. Das ist ja auch hochromantisch. So, was macht er hier die ganze Zeit eigentlich? Guck mal, kaum gehen wir auf ihn, hört er damit auf. Wer weiß, was der hier gemacht hat. Der kann eigentlich mal schreiben. Ah, nee, nicht schreiben. Moment. Online-Dating. Der hat ja hier von dieser... weiß ich jetzt gar nicht, wie die hieß. Darlene Sommer, nein. Irgendwie was mit... Da, nee, Quatsch. Das ist ja der, aber die Frisur war so ähnlich. Hier, die hier. Ach du je, die hat ja eine grüne Umrandung. Cornelia Grusel, ja gut. Ja. Wir schicken ja einfach mal einen Liebesbrief hier und eine Textnachricht, Bewunderung auszudrücken. Und dann lernen wir die mal kennen. Vielleicht hat ja der Michael auch mal Glück. So. So, und was ist hier jetzt? Entweder redest du weiter, sprichst du weiter mit dem Kevin oder du putzt. So, lustig, Pflicht einfordern. Nein. Romantisch. Überschwänglicher Kuss. Das hat da jetzt nicht so gut geklappt. Ja, vorher hat die uns noch angemacht, ne? Fragen, ob sie im Single ist, dann fangen wir mal so ein bisschen langsamer an. So, mal gucken, was er dazu darauf antwortet. So, und kriege ich da noch eine Antwort, oder was? So, irgendwie will die mir nicht antworten. Dann fragen wir sie halt nach dem Sternzeichen. Vielleicht hat sie da eine Antwort drauf. Und dann können wir hier noch kostbares Rosa hier. So, ein Anmachspruch. Dann hau die, soll die abhauen hier? Komm, hau ab hier. Holen wir uns halt die nächste. Ach komm, wisst ihr was? Anders hier. Nicht bitten zu gehen, sondern... Wo können wir die? Können wir die nicht? Ist wahrscheinlich zu spät zum Feuern, ne? Dann machen wir das morgen. Sollte die sich nochmal trauen, wiederzukommen. So, komm, hau ab hier. Dann soll sie uns nicht vorher so einen Text da lassen. So, Michael, und wie sieht's mit deiner aus?
Ja, zum Trainieren ist er immer noch zu schwach. Also, der braucht ein bisschen Energie. Ist ja 17.50 Uhr. Wir können den ja mal... Wir legen den mal schlafen. Und so um 22 Uhr holen wir den wieder raus. Dann darf er nochmal ein bisschen trainieren. Dann versuchen wir den einfach morgen früh wegzuschicken. So, aber ich würde halt diese eine Stufe ganz gerne noch machen. Ach, guck mal, und hier, das sind Fallen. Interessant. Ja, dann müssen wir ihn hier ja auch jetzt Hände waschen schicken, ne? Ja. Okay, gleich. Wenn Paddy hier fertig ist. So, und Gustav hat ein leichtes Aggressionsproblem hier beim Daddeln. Und Paddy wird mir auch immer unsympathischer. Also die Gene von Chantal dringen hier nicht nur durch seine Haare durch, sondern so langsam auch durch seinen Charakter. Den kann ich auch nicht mehr ertragen, den Typen. Den schmeißen wir als nächstes raus. Nein, es war nur ein Spaß. Nee, der... Aber der ist ja eigentlich ein ganz cooler Typ. Der muss sich nur mal ein bisschen benehmen, ne? Okay. Tja, Falle hat schon mal geklappt. So, wir müssen halt damit irgendwie klarkommen, dass der das Kind von Chantal und Gobias ist. Das ist nicht ganz so leicht zu ertragen, aber damit kommen wir schon klar. Und ey, cool, ich wusste gar nicht, dass unser Kühlschrank ein Display hat. Ist ja auch cool. Oh, und es hagelt. So, was hat er hier jetzt für Probleme? Läuft nackt raus, okay. Und nu? Der stellt sich an. So, dann kannst du einfach mal ein bisschen weiter trainieren jetzt. Also ich verstehe jetzt auch nicht, was der jetzt hier für Probleme hatte. So, aber tu mir mal einen Gefallen und trainier mal so ein bisschen, dass du hier diese eine Stufe zumindest noch voll bekommst. So, Gustav, bei dir wollen wir auch mal ganz kurz gucken. Zu Quiz herausfordern, ja. Ansonsten sieht das ja alles schon mal ganz gut aus. Er muss dann, ich glaube, am Montag wieder arbeiten, ja. Nur für 3 Stunden, das ist immer das Blöde. Der bekommt dann immer nur 1.000er pro Tag. Da müssen wir uns auch nochmal was Besseres überlegen. So, und dann können wir ja mit der frischen Kohle, können wir ja eigentlich nochmal eben ganz kurz in der Kartenansicht schauen. Wie sieht es denn hier eigentlich mit unseren Läden aus? Wann können wir uns denn hier mal unseren Anteil holen? Ist da irgendwas, was wir hier machen können? Das ist noch nicht so, ne? Na gut. Okay. Dann haben wir halt noch ein bisschen Geduld, wenn es sein muss. Gut. So, wie sieht's denn hier eigentlich bei Mandy aus? Wann altert die eigentlich? Ja, 5 Tage noch, dann wird sie Kind. Dann haben wir hier 2 Plagen, die wir versorgen müssen. Noch ist sie ja relativ einfach zu handeln. So, und hier ist noch eine schöne Pfütze, die kann hier mal weg. Hier einmal auswischen, danach kannst du dann dein Brot weiter essen. So, Michael ist fleißig. Umso mehr der heute Abend noch schafft, desto weniger muss er dann morgen früh machen. So. So, hier machen wir mal aus. Kostet nur Strom. So, und die Putze brauchen nicht mehr wiederkommen. Der werden wir morgen erstmal den Marsch blasen. Aber jetzt haben wir hier auch alles ausgemacht. Ja, super. Einschalten. Naja, gut. Machen wir alle an, so.
So, Paddy ist am Zocken. Ah, guck mal, der hat Lieblingsfarbe Violett. Da müssen wir auch schon mal ganz vorsichtig sein. Ja, und dem wollten wir eigentlich nochmal ein Buch vorbeibringen, aber der wollte eigentlich auch nochmal ein bisschen schreiben lernen. Das soll er mal machen, anstatt hier rumzudaddeln. So, und der ist dann voraussichtlich fertig. Wann? Steht das hier irgendwo jetzt? Nee. So, wie sieht's hier aus? Oh, also es füllt sich so langsam, aber es dauert ja echt lang. Muss ich ja mal so sagen, ne? Das ist nicht mal eben schnell gemacht, so ein Level dann, von 7 auf 8 oder von 6 auf 7, sondern das dauert hier beim Karate richtig lang. Pizza bestellen, ja, das können wir morgen mal machen. So. Er kann dann hier, wenn er fertig ist mit Essen, ja, kann er sich nochmal hier um sein Kindchen kümmern. So, hier und da so ein bisschen. Und dann wieder ins Bett bringen. Müssen wir mal eben kurz warten, bis... So. Und dann kann er nämlich selber dann auf Toilette duschen. So, dann müssen wir eben kurz warten. Jetzt können wir es einstellen und dann im Bett von Gustav schlafen. Moment. Das hier ist Kevins Bett. Warum auch immer das hier eingestellt war? Was? Aber wir haben doch... Hä? Wir haben A doch hier reingetan, das verstehe ich jetzt nicht. Hat er die wieder ins Inventar zurückgepackt, das ist auch ein Idiot, ne? Also ich glaube, wir können das Ding hier wieder verkaufen. Dann nehmen wir uns lieber ein Aquarium oder sowas. Da nehmen die dann, oder wahrscheinlich nehmen sie da die Fische dann auch raus und stecken sie in die Tasche. Kann ich mir auch vorstellen. Na gut, so, hier wollen wir auch nochmal eben ganz kurz, Gustav, zack. So, das einstellen. So, Michael, wie sieht's aus, hä? Wirst du mal so bald endlich mal fertig? Hier, zack, können wir mal eben das Ding ganz kurz verscherbeln. Was haben wir hier noch? Universitätswillkommen-Set. Nee, das verkaufen wir direkt. Bilderrahmen. Spielsimulator. Wieso haben die alle so eine Dinger im Inventar? So, 750. Guck mal, das ist richtig Geld, was hier liegt. 150, 210. So, und zack, er hat hier auch geschafft. Stufe 4 jetzt beim Schreiben. Das ist doch schon mal etwas. So, was steht noch an? Ein Buch schreiben. Ja, noch eins oder was? Ja, schlafen wäre aber auch nicht verkehrt. Das ist schon genau richtig. Der geht jetzt hoffentlich doch mal rüber. Ja, wir können auch mal überlegen, jetzt wo wir die Nervensäge losgeworden sind, ob wir nicht vielleicht wieder die Häuser hier oder das Zimmer hier wieder anschließen irgendwie und das dann vielleicht so ein bisschen vergrößern hier. Ach, der will jetzt bei Kevin schlafen. Ach, das ist ja auch mal interessant. Ja. Vielleicht sollten wir den adoptieren, damit wir den Namen mal loswerden hier. Na gut, dann können wir eigentlich hier vorne... Hä? Gustav? Ah je. Warum schläft Gustav jetzt drüben? Ich weiß es auch nicht. Also das ist manchmal ganz komisch. Na gut. Ah ja, jetzt geht er hier nochmal... Ah je, als hätte er das drüben gehört. Hier, der soll sich hier mal im Bett von... Nee. Ach so, Moment, jetzt bin ich... Ach, er legt sich jetzt hier wieder hin, ja, das ist ja ganz klasse. Okay, dann sollen sie sich halt ihre Betten aussuchen. Ist mir auch ganz egal. Okay, so, jetzt heißt es aber dann schon fast... Oh, und kann einer das Kind vielleicht? Na gut, dann bleibt es an Michael hängen. Schmutzige Windel wechseln. Ins Kinderbett legen.
So, dann können wir hier noch einen Teller nehmen. Das hier stellen wir mal zur Seite. So, dann geht's noch mal ganz kurz auf Toilette. Und dann geht's nämlich ins Bett. So, und weil das jetzt alles nicht so sehr spannend ist, spulen wir mal eben ganz kurz. Die anderen sind nämlich alle schon am Pennen. So, hier einmal Hunger, dann einmal Pipi und dann einmal schlafen. Und das dauert jetzt auch ein bisschen länger, bis 11.30 Uhr. Ja, super. Michael fühlt sich jetzt erstmal wieder ein bisschen krank. Das ist ja noch besser. Schön. Brechen. Ach du je. Ja, das ist ja eine tolle Voraussetzung, um hier dann irgendwann mal... Okay. Irgendwann mal zu verreisen nach China. Also irgendwie will das nicht klappen. Jetzt trägt er das Kind hier schon wieder. So, jetzt kannst du es wieder mal zurücklegen. Sieh zu, dass du hier so ein bisschen Schlaf bekommst. Ja, Leute, ich glaube, wir schicken den morgen. Das klappt einfach nicht. Wir schicken den morgen nochmal weg. Also, wir machen. Montag muss er arbeiten. Das ist natürlich auch unpraktisch. Naja. Dann lassen wir die anderen mal eben sich um sich selbst kümmern. Verkeimt. Schmerzhaft. Ja, nee, dann lassen wir ihn erstmal auskurieren. Wir können ihn ja auch ein bisschen impfen lassen noch. Und dann verschieben wir das. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir hier erstmal nach Frankreich gehen. Das ist hier auch noch ein Wunsch. Dann machen wir das einfach in der nächsten Folge mit Gustav. Hier können wir mal eben kurz einmal nochmal unter die Dusche. So. Das dauert ja auch nicht lange. Da können wir nochmal ganz kurz angucken. Das ist nämlich so eine Bildungsreise. Kann nicht schaden. So, und dann können wir das nämlich hier mal einstellen. Also. Reisen. So, und dann. Ja, wir können sowieso nur 3 Tage. Hierfür bräuchten wir dann ein Visum. Geht es nach Frankreich. Da haben wir ja auch schon mal Nektar geholt. Da können wir noch mehr Nektar mitnehmen. Ab und an gibt es ja so eine Dinger. Und 1900 Simoleons kostet das. Das können wir uns auch gerade so noch leisten. Dann buchen wir das. Und dann geht's ab. Nach Frankreich. Gut, Leute, also, das wird jetzt sowieso hier... Ach, mit dem Fahrrad fährt er nach Frankreich, ist ja auch schön. Das wird jetzt hier ein wenig dauern, denn wir haben jetzt auch gleich den Ladebildschirm. Deswegen würde ich sagen, wäre schön, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Wir sehen uns dann in Frankreich. Nächste Folge Sims 3, morgen Abend, wie immer um 20 Uhr. Macht euch noch einen schönen Abend. Wir sprechen uns dann morgen. Bis dann.